Dicks Education. Beziehungen und Liebe. Hi, ich bin Irina. Hi, und ich bin der Nikolas. Und ihr kennt uns als die allererste Princess Charming. Und der erste Prince Charming. Leute, wir müssen über ein Thema reden. Liebe und Anziehung. So kompliziert. Ich meine, wir müssen es wissen. Wir haben 20 Frauen und 20 Männer gedatet. Also am Ende erfolglos. Am Ende erfolglos, beide. Aber wäre das alles nicht so kompliziert, dann hätten wir auch keine Liebeslieder, dann hätten wir keine Netflix-Serien und kein Drama, wie gesagt, beim Bachelor oder bei Princess oder Prince Charming. Aber warum wer wen liebt und warum ich auf ganz viele tolle Männer stehe und Irina so gar nicht, das ist schwer bis fast unmöglich zu erklären, aber wir haben natürlich alle immer das Bedürfnis, Sachen zu erklären, beim Namen zu nennen. Und um dieses komplexe Konstrukt der Liebe und Anziehung zu definieren, wurde sexuelle Orientierung erfunden. Das werden wir gleich noch oft hören. Das werden wir sehr oft hören, das Wort sexuelle Orientierung. Es ist für viele wichtig, ihre sexuelle Orientierung klar zu definieren. Aber damit das klar ist, deine sexuelle Orientierung ist in erster Linie Privatsache. Das heißt, wenn du dich keiner sexuellen Orientierung zuordnen möchtest oder diese vielleicht auch selber gar nicht klar definieren kannst, dann ist es auch okay. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn sich deine sexuelle Orientierung im Laufe deines Lebens ändert. Du musst dich halt nicht für immer festlegen. Kleines Beispiel. Ich habe früher Oliven gehasst, konntest du mich mit jagen. Mittlerweile könnte ich die jeden Tag essen. Das heißt, Dinge ändern sich halt auch mal. Krass, also ich hoffe, dass ich mein Leben lang auf Männer stehen werde, denn ich finde Männer einfach fabelhaft. Natürlich ist keine sexuelle Orientierung besser als eine andere. Trotzdem gilt in unserer Gesellschaft als Norm, heterosexuell zu sein. Das nennt man Heteronormativität. Dabei wird davon ausgegangen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, die voneinander grundlegend verschieden sind, die sich sexuell und romantisch aufeinander beziehen. Mann und Frau und Mann. Heterosexuelle Menschen fühlen sich sexuell zu Menschen des bzw. eines anderen Geschlechts hingezogen. Ich wette, ihr habt schon mal irgendwo auf Social Media den Begriff LGBTQIA+ gehört. Und auch so wie ich euch erstmal gefragt, LGBTQIA+, was? Der Begriff kommt erstmal aus dem Englischen und steht für eine Community an Leuten, die halt eben nicht heteronormativ sind. Die einzelnen Buchstaben stehen für die einzelnen sexuellen Orientierungen und Identitäten und das Plus für all die weiteren, die die ersten Buchstaben nicht abdecken können. Denn das Spektrum an sexuellen Orientierungen ist groß und das ist auch gut so. Also, lasst uns doch mal die einzelnen Buchstaben einmal durchgehen. Keine Sorge, es wird später nicht abgefragt, aber vielleicht doch. Also, passt besser auf, spitzt die Ohren, denn jetzt geht es los. So, kommen wir zum ersten Buchstaben und zwar dem L. Und das L steht für Lesbien. Und im Deutschen heißt das lesbisch. Und das beschreibt queere Frauen oder auch nicht-binäre Personen, die sich romantisch und oder sexuell zu Frauen bzw. grundsätzlich Weiblichkeit angezogen fühlen. So definiere ich mich zum Beispiel. Dann gibt's das G. Das G, das bin ich. G steht nämlich für gay. Das bedeutet übersetzt schwul. Als schwul bezeichnen sich viele Männer oder sich mit Männlichkeit identifizierende nicht-binäre Personen, die sich romantisch und oder sexuell zu Männern oder männlichen Personen hingezogen fühlen. Jetzt kommen wir zum B. Und das B steht für das Wort bisexuell. Und Bisexualität wird erstmal als Überbegriff für alle sexuellen Orientierungen verwendet, bei denen man Menschen zweier, mehrerer oder aller Geschlechter sexuell anziehend findet. T. Das T steht für das Wort trans. Diese bezeichnet transgeschlechtliche, transidente und transgender Menschen und alle, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Wichtig ist, trans ist keine sexuelle Orientierung. Es hat nichts mit deinem Liebesleben zu tun, sondern mit deiner eigenen Geschlechtsidentität. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Trotzdem wird trans im Kontext der queeren Community mit aufgezählt, da diese alle Menschen einschließen sollen, die eben nicht der heterosexuellen Zweigeschlechtsnorm entsprechen. Kommen wir zum Q. Das Q steht für den Begriff queer. Und das bedeutet übersetzt so viel wie sonderbar, schräg, seltsam. Und es wurde deshalb lange Zeit als Beschimpfung für Personen verwendet, die von der romantischen, sexuellen und oder geschlechtlichen Norm der Gesellschaft abgewichen sind. Heute aber wird der Begriff als positive Selbstbezeichnung genutzt. Kann man auch immer nehmen. Also ihr könnt immer sagen queere Community, weil dann deckt ihr alle einzelnen Buchstaben ab und das Plus sogar. Gerade wenn man es nicht aussprechen kann. Wie heißt es nochmal? LGBTAIQ+. Eins. Ich habe gelernt. Das I steht für Inter. Intermenschen sind Menschen, deren körperliches Geschlecht, zum Beispiel die Genitalien oder die Chromosomen, nicht der medizinischen Norm von eindeutig männlich
oder weiblichen Körpern zugeordnet werden kann, sondern sich in einem Spektrum dazwischen bewegt. Dies geht teilweise mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen und psychischen Problemen einher, kann man sich ja auch irgendwie vorstellen. Auch hierbei handelt es sich wie bei Trans um eine geschlechtliche Identität und keine sexuelle Orientierung. Und wir sind auch schon beim A angekommen. Und das A steht für asexuell. Eine asexuelle Person fühlt keine oder relativ wenig sexuelle Anziehung zu anderen Menschen. Asexualität ist eine sexuelle Orientierung und nicht die Entscheidung, auf Sex zu verzichten, wie zum Beispiel Priestern im Zölibat. Außerdem ist es auch für asexuelle Menschen nicht ausgeschlossen, aus verschiedenen Gründen Sex zu haben. Das waren aber eine Menge Begriffe und Definitionen, denn es gibt noch so viel mehr. Dafür steht übrigens das Plus am Ende, für alle, die sich immer gefragt haben, wofür ist denn das Plus? Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen nachvollziehen können. Sonst scrollt nach hinten und guckt das Video einfach mal nochmal. Machen wir das so, oder? Einmal wieder hinten swipen, nach oben swipen, nach unten swipen. Aber falls ihr irgendwie mal das Gefühl habt, dass ihr euch irgendwie anders fühlt. Ich mag das Wort eigentlich gar nicht anders, aber wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr habt das Bedürfnis, euch irgendwie mitzuteilen, aber das geht in eurem Umfeld nicht, dann geht zu Quen Yun Cafés, schaut irgendwie, ob ihr euch irgendeine Person anvertrauen wollt, aber redet, kommuniziert, weil es ist alles halb so wild. Am Anfang denkt man immer, die Welt geht unter. Tut es aber gar nicht. Also sprecht mit den Menschen in eurem Umfeld, denen ihr vertraut, über Sorgen und Ängste, die ihr haben könntet, was eure Sexualität angeht. Das kann für euch sehr hilfreich sein. Passt auf euch auf.